Die Red Bulls aus Salzburg gastierten also vergangenes Wochenende in der Vorarlberghalle bei der FBI VU Feldkirch. Auf beiden Seiten sah man, dass es in diesem Spiel um keine Platzierung mehr ging, so spielten beide Mannschaften die 60 Minuten im Schongang. Die Salzburger Gäste waren wieder mit einem sehr jungen Kader angereist und auch auf Feldkircher Seite spielte man teils mit 4 Linien, wodurch wieder einige U20-Spieler Nationalliga-Luft schnuppern durften. Im ersten Drittel legt die VU mit einem 2:0 den Grundstein zum Erfolg. Das 1:0 erzielte Marc Colleoni aus dem Slot, mustergültig bedient von Daniel Gauthier. Kurz vor Drittelende fasste sich Rody Short ein Herz, pflügt durch die Salzburger Reihen und passt auf den vor dem Tor lauernden Kevin Maciejczynski, der trocken zum 2:0 trifft. Ja, wie schon erwähnt, wir sind ein Gesundheitsunternehmen und stehen somit auf Sport, sind hier aus der Region und somit natürlich dem Eishockey sehr eng verbunden. Mein lieber Bruder ist auch noch Präsident des Vereins und somit haben wir mehr als Gutes zu tun hier und wollen das Ganze sehr stark unterstützen. Im Mittelabschnitt hat wieder die VU die besseren Chancen, trifft aber erst in einer doppelten Überzahl zum 3:0. Ein schön herausgespielter Treffer. Goalgetter Ryan Foster musste nach mustergültiger Vorarbeit von Rody Short und Marc Colleoni nur noch einschießen. Mit diesem Spielstand ging es zum zweiten Mal in die Kabine. Mit dem 3:0 im Rücken spielte die Heimmannschaft etwas unkonzentriert. In einer 5:3 Unterzahl konnte man sich schadlos halten und erhöhte dann in der 50. Spielminute durch Ryan Fosters zweiten Treffer auf 4:0. Damit war die Partie endgültig entschieden. Durch einen groben Schnitzer in der Defensivarbeit stand plötzlich Fabio Hofer in Unterzahl alleine vor Gruber, der nach dem ersten Drittel für Patrick Machreich ins Spiel kam. Der junge Vorarlberger in Diensten von Salzburg ließ sich diese Chance nicht entgehen und machte ein Shorthanded Goal. 4:1 also der Zwischenstand, das 4:2 durch Kellgren im Powerplay 30 Sekunden vor Spielende war dann nur noch reine Resultatskosmetik. Ja, zufrieden. Es war wichtig, dass wir gewonnen haben. Und für die Zwischenrunde, Mittwoch spielen wir ja schon wieder in Salzburg. Von dem her ist es sicher gut gewesen, dass wir gewonnen haben. Und ja, jetzt kommt die tolle Zeit noch. Doch auch neben dem Eis gab es bei dieser Partie viel zu sehen und zu feiern. So lud einer der größten Gönner der VU, die BEMA Group, einige ihrer Kunden zu dieser Partie ein. Unter ihnen natürlich auch der Präsident der FBI VU Feldkirch, Pete Klein. Es ist unser Jahresauftakt-Event. Wir haben erstens unser neues Firmengebäude eingeweiht, dazu alle aus der ganzen Welt eingeladen und alle sind angereist. Und heute Abend Rahmenprogramm, zufälligerweise VU gegen Salzburg, war dann natürlich das beste Ereignis. Und dann haben wir gesagt, okay, nutzen wir alle her und ein bisschen Spaß haben. Für seinen Vater Peter Gleim, CEO bei der BEMA Group, ist es naheliegend, dass die Firmenfeier bei einem Eishockey-Match bzw. bei einem Sportevent vonstatten geht. Ja, unsere Mitarbeiter sind natürlich alle auch sehr stark sportorientiert, weil unsere Therapie gerade dort auch sehr breit angewendet wird, in allen möglichen Disziplinen. Wir sind bei Olympischen Spielen dabei, viele Weltmeister, Olympioniken, große Namen im Sport, benutzen ja schon seit vielen Jahren den BEMA. Aus dem Grund haben wir auch einen Bezug dazu. Ja, sogar bis von den USA wurden die BEMA Group Mitarbeiter eingeladen und das Ziel in Übersee ist klar. Forschungsarbeiten, die in Österreich betrieben wurden, müssen jetzt in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Das habe ich eine ganz besondere Verbindung und das ist wirklich das Tolle an die BEMA Familie, dass wir arbeiten alle miteinander und wir haben dasselbe gemeinsame Ziel und dem versuche ich jetzt in Amerika zu verbreitern, obwohl der schon fängt an, sich zu verbreitern, aber jetzt kommt eine große, lass mal sagen, ein Durchsprung, ein Sprung in Bezug auf dem, was wir hier geforscht haben, das jetzt ich nach Amerika trage. So ging also eine VU-Eishockey-Partie mit entsprechendem Rahmenprogramm der BEMA Group ein weiteres Mal in der Vorarlberghalle über die Bühne.